Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Hair-Tutorial für euch. Und zwar habe ich euch einfach gezeigt, wie ich diese Wig von Start to Finish nach dem Waschen auf meinen Kopf geklatscht habe und diesen Wet-Look gemacht habe. Wie findet ihr die rosanen Haare an mir? Findet ihr, das steht mir? Bleibt einfach dran und dann sehen wir uns jetzt. Oh, ich habe gerade die ganze Zeit geredet und ich habe gar nicht gefilmt. Heute geht es um diese Wig, vielleicht kennt ihr die schon von mir. Das ist diese rosane. Ich habe die selber gefärbt. Ich habe auch ein Video dazu, das verlinke ich euch mal in die Infobox. Und genau, ich habe sie gerade einfach frisch gewaschen, deswegen sieht die auch so frizzy aus. Und ich habe noch eine Wig Cap an. Als erstes setze ich sie erstmal auf. Sieht nicht so cool aus gerade. Und mache sie etwas nach hinten und binde sie dann irgendwie zusammen. Because you have to see what's going on here. Okay. Genau. Nee. Besser. So. Irgendwas blinkt an meiner Kamera. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich lasse es einfach blinken. Als erstes benutze ich diesen Kleber. Eigentlich benutze ich immer den schwarzen. Ah, da ist er ja. Ich habe ihn gefunden. Ich benutze einfach den, weil ich den eigentlich immer benutze. Von Got2B. Das ist ein super Kleber. Styling Gel. Der ist durchsichtig und trage ihn auf meinen, ja, auf meinen Ansatz auf, aber über die Wig Cap, um meine Haare einfach zu schützen. Hier klappt das nicht so gut, weil ich habe jetzt die falsche Methode einfach gemacht, aber wenn ihr sie abmacht, einfach nicht abreißen, sondern mit Wasser abmachen, dann geht das auch. Das Ganze dauert etwas zu trocknen. Ihr könnt es entweder so trocknen lassen oder einen Föhn benutzen, was ich jetzt mache, aber den muss ich erst holen, weil ich bin unprofessionell. Also ich föhne einfach mit kalter Luft. Es müsste jetzt angetrocknet sein. Wollen wir mal vorsichtig nach vorne ziehen und dort andrücken, wo der Kleber ist. Und dann föhne ich das Ganze nochmal, bis es ganz trocken ist. Der Kleber ist noch nicht ganz trocken. Aber ich werde schon mal die Baby Hairs machen. Die habe ich schon vorgeschnitten. Sieht witzig aus. Ich mache aber auch nicht zu viele. Einfach nur, damit das alles etwas echter aussieht. Manchmal kleben die Haare sich ein bisschen mit fest. Dafür benutze ich Gel, das ist von EcoStyle mit Arganöl. Ich liebe den Geruch. Boah, das riecht doch geil. So, und halt einfach so ein Augenbrauenbürstchen. Aber ich glaube, meine Babyhaare sind ein wenig zu lang. Fällt mir gerade mal auf. Deswegen schneiden wir sie. Übrigens kann ich das nicht. Schon mal sagen. Als nächstes nehme ich mir ein Tuch. Ich habe jetzt hier so einen Schal und lege das so darum und knote es. Das lasse ich dann so für 10 Minuten. Am besten schminkt ihr euch dabei oder so und macht irgendwas Produktives. Okay, also die 10 Minuten, in denen ich nichts gemacht habe, sind jetzt vorbei. Und ich ziehe es ganz vorsichtig ab. Als nächstes nehme ich einen Concealer.
und trage den auf meinen Scheitel auf. Als nächstes benutze ich mein Bügeleisen von 1850 und bügel meinen Kopf, weil ich nichts anderes dafür habe. Einfach um die obersten Haare platter zu machen. Man könnte auch einen Lockenstab oder sowas benutzen, aber das geht mir hier am schnellsten. Und als nächstes nehme ich einen Lockenstab. Und ich mag das, wenn hier die vordersten Haare etwas so zurückgehen. Deswegen werde ich das einfach mit dem Lockenstab machen. Und dann fest sprühen. Kommen wir jetzt zum Wet Look. Es gibt viele verschiedene Arten, das glaube ich zu machen. Ich habe auch zwei verschiedene Arten. Entweder ich mache mir ein paar Locken mit einem Lockenstab und mache das dann nass und messy und so Beachwave-mäßig. Oder halt einfach so. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie ich das einfach so mache ohne Lockenstab. Aber mein Ding ist kaputt. Ah, doch nicht. Aber da kommt sehr viel raus. Ah, doch, ist doch kaputt. Egal. Die müssen nicht nass sein. Ihr könnt es natürlich machen, wenn die nach dem Waschen etwas getrocknet sind. Dann sprühe ich zum Beispiel einfach noch so eine Pflege auch mit in die Haare. Das riecht nach Waschmittel. Dann habe ich hier noch eine Curl Defining Cream. Das müsst ihr aber alles nicht machen. Ich mache das einfach, weil ich Bock habe. So. Und gebe mir das einfach auch so in die Haare. Und dann noch Schaumfestiger. Das macht, dass das Ganze so bleibt. Weil jetzt ist es schön, aber wenn es trocknet, ist es halt nicht mehr so Wet Look, ne? Deswegen der Schaumfestiger, den knete ich einfach auch rein. Manchmal reicht auch einfach nur, wenn ihr die feucht macht und dann Schaumfestiger rein. Das ist. Nee, hab ich nicht mehr geschafft. Ich wollte mitkommen. Gott, nee. Oha! Schneidze wird das sehr, sehr großes Herz. Also hat sie selten gesehen. Ah, das stimmt! Und dann benutze ich einfach noch ein bisschen Haaröl, um die Haare noch etwas zu pflegen. Das ist jetzt der lange Prozess. Es geht natürlich auch kürzer, aber... So, das ist der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen oder auf Snapchat. Und den Namen schreibe ich euch hier hin. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!